Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum wöchentlichen Guild Wars 2 Gemshop Video. Was in letzter Zeit nicht so wöchentlich war, es tut mir leid, aber ich hatte unglaublich viel zu tun und dann kam hier noch was dazu und da noch was dazu. Und eigentlich war alles einfach nur sehr, 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 sehr stressig. Ich würde jetzt fast sagen, es gab aber auch gar nicht so coole Dinge im Gemshop zu kaufen. Ich weiß nicht, ist ja sowieso immer Geschmackssache, aber ich habe mir bis auf dieses Kleidungsset, was ich gerade trage, was es letzte Woche gab, wirklich nichts davon geholt. Ich glaube, dass das eine Kleidungsset müsste ich euch noch gezeigt haben, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, nämlich welches war es? Ich finde es nicht. Ich habe inzwischen hier dieses, glaube ich, dieses Eisumhüllungskleidungsset müsste das gewesen sein. Das habe ich euch, glaube ich, noch gezeigt und danach gab es, wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, an Kleidungssets erstmal nichts Neues. Es gab noch, wo ist denn jetzt schon wieder das Neue hin? Da. Warum können die nicht einfach nach Erscheinungsdatum sortiert sein? Es gab nochmal hier so eine Krone. Ich glaube, die gibt es aber tatsächlich gar nicht mehr im Gemshop zu kaufen. Hier mal schnell durchskippen. Nee, ich finde sie hier jetzt nicht. Wenn, müsste die ja auch hier unter Mode zu finden sein. Das war so eine eisleuchtende Krone. Die sah ganz nett aus, aber braucht man jetzt tatsächlich nicht zwangsläufig. Nee, gibt es hier tatsächlich nicht mehr. Und eben letzte Woche gab es dieses wunderschöne Kleidungsset hier, was ich echt cool finde. Das sieht auch an Char echt gut aus. Rocks Bahnbrecher Kleidungsset ist das. Wo haben wir es denn? Hier, genau. Sieht sehr, sehr schick aus. Und es gab noch hier den himmlischen Hahngleitschirm, wo Guild Wars es mal wieder nicht hinkriegt, eine vernünftige Vorschau davon zu machen, weil entweder ich bin blind oder aber, wenn wir hier Skins für Gleitschirme sehen, ich habe ja hier so gut wie alles freigeschaltet und das Einzige, was ich nicht freigeschaltet habe, sind einmal hier der Infinerarium-Gleitschirm, das haschende Phantom. Und der Blutstein-Gleitschirm, wo ich mich immer noch ärgere, dass ich den nicht habe, aber nun gut. Und ansonsten wird mir hier keiner angezeigt. Das heißt, der Hahn-Gleitschirm wird hier mal wieder nicht angezeigt. Und auch wenn ich die natürlich über kurz oder lang alle sammeln möchte, hätte ich sie da vorher doch wenigstens gerne mal gesehen. Und das nervt mich, dass ich mir das vorher nicht angucken kann. Also Guild Wars, please, macht mal Vorschau, genauso wie genauso wie es ja von dem Aureen Mini mit den Lichterketten und so keine Vorschau irgendwo gab. Ich habe nicht geguckt, ob es die inzwischen gibt, aber sowas nervt mich halt. Wenn man es einfach komplett verpasst oder vergisst oder absichtlich nicht macht, weiß ich nicht, nervt mich so. Rant zu Ende, kommen wir zu den Angeboten von dieser Woche. Ihr findet in der Schwarzlöwentruhe neue Gegenstände und Tickets für neue Waffen. Ich gehe davon aus, dass die karmesinroten Waffen wieder im Spiel erhältlich sind. Habe ich garantiert auch schon mal ein Video zu gemacht, also habe ich eigentlich recht sicher gemacht. Hier sieht man den Hahngleitschirm noch, also irgendwie so wird der aussehen, aber ja, ne? Nervt mich trotzdem. Hier sieht man das Kleidungsset nochmal. Sonne- und Mondfarbkit gibt es, glaube ich, immer noch tatsächlich oder weiß ich gar nicht mehr. Sind auf jeden Fall schöne Farben drin gewesen. Himmlischer Hahn, Erntewerkzeug, ist auch schon älter, ist wieder ein Abbauwerkzeug, was irgendeine Animation mit einem Hahn haben wird. Und hier sind wir dann auch schon wieder bei dem. So, gehen wir jetzt mal hier auf die Aktion. Wie ihr seht, sind die alten Rüstungen wieder reduziert, die Skins dafür. Nämlich die Trickster-Rüstung, das ist die alte Rüstung von Marjorie. Die finde ich sehr, sehr schön, die habe ich auch selber. Dann haben wir hier die mittlere, vipernhafte Rüstung. Die habe ich tatsächlich auch, finde ich auch sehr, sehr schön. Und was mir in der Sammlung noch fehlt, ist hier die Phalanx-Rüstung. Die habe ich mir nie geholt, sehen aber alle recht schön aus. Ich weiß gar nicht, das ist jetzt blöd eingefärbt, weil ich mich irgendwie mit meiner anderen Rüstung hier passend zum chinesischen Neujahr eingefärbt habe. Das hier wäre die, die Trickster-Rüstung. Das hier ist die mittlere vipernhafte Rüstung, finde ich sehr, sehr schick. Und das hier ist die schwere Phalanx-Rüstung. Sehr, sehr schöne Rüstungen, die drei, muss ich sagen, empfehle ich jedem. Dann haben wir im Angebot Skin für das Schwert des Fürsten Caudicus. Sieht tatsächlich auch recht schick aus. Ist eine sehr schöne Waffe. Hat so ein bisschen was von einem... Für den Degen ist es, glaube ich, schon fast wieder ein bisschen zu breit. Aber finde ich ganz schön, wem es gefällt. Ich glaube, ich habe... Habe ich das? Habe ich tatsächlich sogar. Und das war es mit Angeboten für diese Woche. Was es aber noch Neues gibt, und zwar... wurde bekannt gegeben, dass die Episode 4 der lebendigen Welt der Staffel 3 nächste Woche Dienstag
beginnt. Das ist dann der, muss kurz heimlich den Kalender hier öffnen, der fünfte, nicht, sondern der siebte. Der 7. Februar, da müsste es losgehen dann mit Episode 4, genau. Und einige fragen sich tatsächlich wahrscheinlich immer noch, was bei mir mit Episode 3 ist, aber sie ist verbuggt, ich komme nicht durchs erste Kapitel, es ist alles scheiße. Ich konnte sie einmal spielen. Und dann gab es irgendwie, glaube ich, ein paar Hotfixes und danach ging sie bei mir nicht mehr. Ich dachte erst einmal, sie würde gefixt worden sein, tutentun. Da habe ich auch angefangen, sie aufzunehmen. Allerdings war sie dann halt irgendwie leider doch nicht gefixt und ich bin einfach kurze Zeit später nur stecken geblieben. Und das nervt mich. Ich versuche das jetzt irgendwie die Tage nochmal. Und sollte das klappen, baller ich die Episode 3 dann irgendwie noch auf jeden Fall bis nächsten Dienstag irgendwie raus, damit wir halt hier dann nicht von Episode 2 auf Episode 4 springen. Falls das nicht klappen sollte, tut mir das leid. Ja, ich glaube tatsächlich, das war's. Ansonsten, in der Videobeschreibung findet ihr wie immer zwei Links, wo ihr euch GitBus 2 einmal kostenlos holen könnt in einer, ja, nicht, es ist keine Testversion, sondern es ist das vollständige Spiel mit ein paar kleinen Einschränkungen. Oder eben, wo ihr euch Guild Wars 2 direkt mit der Erweiterung Heart of Thorns kaufen könnt und dann komplett das ganze Spiel in seiner kompletten Fülle genießen könnt. Und ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder, beziehungsweise ich hoffe, wir sehen uns bei Episode 3 dann noch wieder. Ansonsten spätestens nächste Woche bei Episode 4, denke ich mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüdelü.